Freiburg trennt sich torlos 0:0 gegen RB Leipzig. 24. Spielminute. Leipzig kam besser in die Partie. Das ist die erste Gelegenheit. Demme ist es, der hier den Ball etwas verzieht, aber diese Chance gar nicht mal so schlecht war für Diego Demme. 33. dann Yusuf Paulsen und dann Gicevic mit der guten Parade. Oder Gikewitz, genau. Gikewitz, nicht Gikewitsch. Gut pariert. Und in der 38. Spielminute meldeten sich die Freiburger auch mal wieder zu Wort. Das war Höfler mal mit einer guten Aktion, die Gulaschi gut pariert. Und dann zwei Minuten später nochmal die letzte nennenswerte Aktion der Freiburger. Und das war diesmal Florian Niederlechner und Gulaschi pariert nochmal. Am Ende bleibt es aber, kamen diese beiden Mannschaften nicht über ein torloses 0:0 hinweg. Beide holen sich einen Punkt und beide sind halbwegs zufrieden. Das war's auch schon.